Liebe Fabrik-TV-Zuseherinnen und Zuseher, wir befinden uns heute wieder einmal in der Roten Fabrik. Hinter mir seht ihr Programmierer, Designer, Illustratoren, Sound Engineers und 3D-Bastler, Grafiker und so weiter. Alle haben nur eines im Sinn: Sie wollen in 3 Tagen ein Spiel programmieren. Wir befinden uns am 5. Global Game Jam hier in der Roten Fabrik. Und was diese 3 Tage bringen werden, das werden wir am Ende sehen. 5. Global Game Jam in der Schweiz, 5. Global Game Jam in der Roten Fabrik. Herzlich willkommen. Es freut uns, dass wir es wieder geschafft haben, euch alle hierher zu bringen und zu bewegen, mitzumachen. Wir haben, ich glaube, 90 Anmeldungen gehabt. Das sind jetzt 90 Teilnehmer plus noch ein paar, die einfach noch mal so dazukommen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Leute. Es ist ein bisschen voller geworden. Es läuft eigentlich ganz gut. Was ich cool finde, ist, dass es immer noch so ist, dass die Leute einfach machen, sich selber helfen. Es findet sich immer irgendeine Lösung. Also eigentlich bin ich nicht wirklich, ich bin zwar da, aber ich muss nicht wirklich sehr viel machen. Ich wünsche mir weiterhin viele coole, neue, interessante Themen, wo Leute kommen und Sachen machen. Was ich mir auch wünsche, ist, was wir auch hatten dieses Jahr, ist ein paar Leute, die letztes Jahr im Workshop waren und die jetzt im Game Jam mitmachen. Und ich wünsche mir halt auch, dass immer viele neue Leute reinkommen und dass die Alten auch wieder kommen, dass wir einfach eine gute Durchmischung haben. Ich habe letztes Jahr entdeckt, dass es den Global Game Jam gibt und bin dann mal da gekommen und dann einfach, es gibt so einen Einsteigerkurs, wo ich daran teilgenommen habe. Und bin das Jahr auch nicht mehr wirklich dazu gekommen, viel zu machen. Jetzt bin ich einfach mal wieder da gekommen und habe mich einfach an einer Gruppe angeschlossen. Jetzt sind wir im Moment 3 Leute und machen da unser Bestes, damit in 2 Tagen etwas auf die Beine kommt. Wir haben am Freitagabend vor allem so einen kulturellen und theoretischen Input gegeben und dann am Samstag wirklich voll losgelegt mit Unity. Und es ist immer wieder lässig, einfach mit Leuten zusammen zu arbeiten, die eben noch nie etwas gemacht haben und ganz reduziert an das Game Design heranzugehen und eben trotz der Einfachheit oder vielleicht sogar gerade wegen der Einfachheit entstehen dann recht witzige Sachen. Ja, und wir machen das eigentlich, weil es immer lässig ist, einfach mit neuen Leuten zu arbeiten und neue, so ein bisschen neue Energien halt so ins Game Design oder Game Design Szene so reinzubringen. Also mir ist eigentlich sehr gut gefallen und da ich halt Game Design studiere, muss ich mir auch Kontakt knüpfen und das ist die perfekte Gelegenheit, wenn man schon mit Erfahrungen und angehenden Game Designer kann einfach hergehen, persönliches Gespräch suchen und sich austauschen. Und das ist echt die super Möglichkeit, mit anderen Leuten zusammenzukommen, die die gleichen Interessen haben. Ich bin eigentlich immer da, weil ich jedes Mal da war, weil es ist immer interessant, man trifft immer interessante Leute. Man macht Zeug mit Leuten, die man sonst nicht treffen würde. Und ich habe bis jetzt jedes Jahr irgendetwas mitgenommen. Und eben, ich arbeite nicht auf diesem Bereich und darum ist es halt einfach Freizeit. Und mal etwas machen, etwas anderes machen. Oh, fuck. Ja, wo bin ich? Nein. Also es gefällt mir sehr hier, man hat sehr viel können machen, Leute kennenlernen, ein bisschen dran mit dem Zeug experimentieren. Einfach, ich wünschte, ich hätte gewusst, wie wichtig Schlaf und Essen ist, bevor ich wäre gekommen. Aber sonst ist es sehr chillig, aber sehr nette Leute, machen überall ein bisschen reinschauen, mit den Leuten reden, sie alle offen, sie alle am helfen ein bisschen, oder? Und das finde ich eigentlich sehr angenehm, wenn man so frei mit Leuten, die gleich sind, wie man selber einfach das Zeug machen kann. Also ich finde die allgemeine Motivation eigentlich recht cool. Wir haben jetzt alle die Projekte gehabt,
viele von uns, also mein ganzes Team zum Beispiel, haben jetzt die ganze Nacht durchgearbeitet. Und die meisten haben nie geschlafen, um das Projekt fertig zu bringen und etwas auf die Beine zu bringen. Und das ist, als alle so motiviert sind, das hat mich schon recht beeindruckt und gefallen. Ja. Also ich finde es super, dass wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Dass wenn man etwas auf die Beine stellt und vielleicht in dem Moment das Wissen gar nicht hat, dass da irgendwie 70 Leute sind, die einem helfen können. Und es ist eigentlich auch jeder dazu bereit. Und ich finde das super, also mir gefällt das sehr. Die Atmosphäre, es sind jenste Leute da, die alle irgendetwas machen. Und es ist so, es sind jenste Teams und es ist immer ein konstruktives Zusammenarbeiten, ein Gegeneinanderarbeiten, Konkurrenz. Man ist zu verschiedenen Teams, aber man hilft sich die ganze Zeit irgendwie aus. Das macht schon etwas aus, finde ich. Also eigentlich ist es ein sehr schönes Szenentreffen. Man sieht all die Bekannten wieder, die man vielleicht länger nicht mehr gesehen hat. Man kann sich austauschen, man sieht auch gerade, was sie dran sind. Man kommt mit über, was sie auch sonst noch am machen sind. Und es ist auch witzig, einfach in dieser kurzen Zeit, was für Sachen entstehen. Weil wir unter dem Zeitdruck entstehen wirklich auch viele witzige Sachen, also wo sonst gar nicht möglich wären, kann man mit Humor in dieser kurzen Zeit wirklich viel rausholen. Und das ist schon... Ja, das kann man sehr gerne.